News und Talks für Gebildete. Ja, die soziale Marktwirtschaft ermordet uns auf vielfältige Weise und da wollen Fridays for Future und Greta wieder nominiert für den Nobelpreis mal wieder sozusagen. Da wollen sozusagen Greta und Fridays for Future eben das Problem nicht lösen, sondern einfach nur irgendwas machen, irgendwie so ein bisschen rumdemonstrieren, ohne die Lösung der zweiten Scientists for Future 2 anzunehmen, die nicht nur den Kohlestopp 2026 bringt, sondern auch noch die ermordende soziale Marktwirtschaft sanft und behutsam beenden würde. Also wie ermordet die soziale Marktwirtschaft? Gleich kommen wir zu den Ekellebensmitteln, hier in einer Ekelküche sozusagen in einer Ekel-Restaurant-Küche, ne? So, der erste Bericht, die GMX-News berichteten über die Weltgesundheitsorganisation, WHO, World Health Organization oder so, dass also die WHO sagt also, wir werden also bis 2040, also innerhalb der nächsten 20 Jahre, eine Verdopplung der Krebserkrankungen bekommen. Also die soziale Marktwirtschaft wird uns mit viel häufigerem sozusagen Krebs ermorden und der kapitalistische oder sozialmarktwirtschaftliche Lebensstil, zu dem uns mehr oder weniger deutlich das System nötigt sozusagen, der ist natürlich auch eine der wesentlichen Todesursachen und Ermordungsursachen, ja. Also schauen wir es uns mal an, ja. Also hier. Die NG, also die andere Geschichte ist dann halt, dass eben das ZDF, ZDF heute und ZDF Zoom haben berichtet über Ekellebensmittel, eben dass eben jedes Jahr circa 100.000, also hier muss ich bleiben mit der Maus, 100.000 Menschen krank gemacht werden durch die soziale Marktwirtschaft, lebensmittelkrank gemacht werden, davon mindestens 11 Tote, also da werden wahrscheinlich nur die 11 Toten pro Jahr genannt, die wo es nicht die mindeste Möglichkeit gab, zu behaupten, dass der Tod durch irgendwas anderes verursacht war als durch Gammellebensmittel, ja, durch Ekellebensmittel und Gammelfleisch oder ähnliche Dinge, sondern sowas wird natürlich nur eingestanden, wenn nicht irgendwie eine Ausrede noch zu finden ist, ja. So, dann haben wir also dann hatten wir ja wohl diesen Wurstekelskandal zuletzt und so weiter, der wurde erwähnt. Und natürlich bereichern sich natürlich die NGOs wie Foodwatch und so weiter natürlich an diesem Thema Ekelskandal, weil die wollen natürlich auch noch Spendengelder abschöpfen. Wie funktioniert das also? Fangen wir mit dem Krebs also an, ja? Also hier haben wir zum Beispiel hätten wir eine nicht kapitalistische Medizin sozusagen, so wie die zweiten Scientists for Future 2 es vorschlagen, dass also sozusagen der Arzt dann am meisten Honorar bekommt, wenn ich nie krank werde und dieser Arzt sozusagen, der würde mir natürlich sagen, hier, ich muss meinen Lebensstil ändern. Er würde also sagen, all die Propaganda auch der Lebensmittelindustrie ist falsch. Das ist alles Verführung zu einem falschen Lebensstil und wir müssten gesünder leben. Aber schauen wir uns als erstes an, wie zwei verschiedene Ärzte, welche Wettbewerbschancen und Evolutionschancen sie im jetzigen sozialmarktwirtschaftlichen System haben. Also hier haben wir den Arzt, der also jetzt im Kapitalismus die Wahrheit sagt und die Wahrheit gelernt hat und die Wahrheit sagt. Und hier haben wir den Arzt, der den Irrtum gelernt hat, der an den Irrtum glaubt, also meint, die Wahrheit zu sagen, in Wirklichkeit Unwahrheiten weiterbringt sozusagen. Ja?
dadurch ist es dann so, dass hier werden die Menschen sozusagen von dem Arzt richtig informiert, nämlich dass sie in der sozialen Marktwirtschaft leben, die Kunden, die Patienten, und dass sie, wenn sie Krebs vermeiden wollen, eigentlich nur lernen müssen, sozusagen alles für unwahr zu erkennen, was der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft über den Lebensstil, über den Ernährungsstil, über die Ernährungssachen, über und so weiter, über diese angebliche Sicherheit von Lebensmitteln und so weiter. Und die Menschen orientieren sich völlig um, machen wieder viel Eigenanbau oder sozusagen versuchen wieder ihr Gemüse und so weiter und Obst aus unmittelbarem Umfeld zu beziehen. Diese Menschen werden so selten krank, dass dieser Arzt praktisch nichts verdient, kann kaum Nachkommen ernähren, diese Linie stirbt aus, hier dieses wird ausgeblendet, und dieser Arzt, der Wahrheitsmeme tragende Arzt, stirbt aus unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft, und hier der Irrtümer gelernt hat und sagt, ja, Krebs ist ganz normal und wir müssen sie jetzt sofort mit Chemotherapie und Operation beglücken und so weiter, der verdient richtig ein Schwein Geld, weil er ja Irrtümer gelernt hat, gewinnbringende Irrtümer, wie wir schon tausendmal erklärt haben, ja. Und dadurch kann er mindestens 2 Kinder ernähren. In der nächsten Generation können die dann wieder als erfolgreiche Krebsärzte sozusagen, die sich an diese Verdopplung der Krebserkrankung so richtig schön bereichern, können die dann 5 Kinder ernähren oder das 3 Kinder ernähren. Und so entsteht ein Medizinimperium, ein kapitalistisches, sozialmarktwirtschaftliches Medizinimperium, das sich fürstlich bereichert an der Verdopplung der Krebserkrankungen der nächsten 20 Jahre. Das ist das, was uns jetzt in den nächsten 20 Jahren erwartet. Ja? So, und dann haben wir hier zum Beispiel jetzt Foodwatch. Gucken wir uns NGOs an. Stellen Sie sich hier vor, eine NGO. Hier wäre eine NGO unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft und die würde sagen, ja, wir haben die Wahrheit erkannt. Die Lösung haben die zweiten Scientists for Future 2, die haben das Lösungsrezept, die haben die Wohlfühlnotenwahlstimme, die haben die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft fertig erforscht. Wir haben nichts mehr zu sagen als NGOs, hört auf die zweiten Scientists for Future 2, dann werden wir alle gesunde Lebensmittel bekommen und den Krebs keinen Krebs bekommen. Ja? Diese Art NGO, die also sich an der Wahrheit orientieren würde, würde wieder aussterben, würde wieder pleite gehen, weil ja niemand mehr Spendengelder spenden würde für eine NGO, die die Wahrheit sagt und sagt, die zweiten Scientists for Future 2 haben die Lösung, wir werden nicht mehr gebraucht, ja, die werden ihre Jobs verlieren als Geschäftsführer und werden sich nach anderen Jobs umsehen müssen. Ja? Natürlich würden die zweiten Scientists for Future 2 durch ihre Reform zwar dafür sorgen, dass die sofort woanders einen Job kriegen würden, einen neuen Job kriegen würden, aber das wissen die ja erstmal vorher nicht so genau. Und deswegen gibt es solche NGOs auch nicht, die also real für die Lösung des Problems sind. Auf der anderen Seite haben wir hier NGOs wie Foodwatch oder Greenpeace oder all diese Profiteure, kapitalistischen Profiteure der Missstände der sozialen Marktwirtschaft. Die haben den Irrtum im Kopf, nein, wir wissen alles über Ernährung und die zweiten Scientists for Future 2, das interessiert uns gar nicht, denn das würde ja bedeuten, dass wir unseren Job verlieren, wenn wir zugeben würden, dass die Lösung haben und unsere Medien Macht dafür benutzen würden, dass die Lösungen haben. Außerdem die Kollegen, die Journalistenkollegen wollen ja auch Arbeit haben und das geht nur, wenn wir die Probleme so belassen, wie sie sind, also die Lebensmittel-Ekelskandale und Ekelfleisch- und Gammelfleischskandale und so weiter, sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholen, dann können wir alle daran gut verdienen, dann fließen die Spenden häufig, unser Geschäftsführer hält sein Bild in die Kamera fürs ZDF, ja, damit eben dann jeder Zuschauer sieht,
sieht, aha, ich muss an Foodwatch spenden, damit und damit die Gehälter der Geschäftsführer bezahlen, ja, damit sozusagen da wenigstens ein Auge drauf gelassen wird. Und dadurch hat natürlich Foodwatch nicht das geringste Interesse zuzugeben, ja, die zweiten Scientists for Future 2 haben die Lösung, die uns alle arbeitslos machen würde, weil es das Problem dann nicht mehr gäbe. Ja, und solche NGOs überlegen wieder prächtig, solche Geschäftsführer können wieder viele Kinder ernähren, können wieder ganze Imperien aufbauen. Am Ende haben wir eine kapitalistischen NGOs durchseuchte Gesellschaft, die alle so tun, als wollten sie Probleme lösen. In Wirklichkeit wollen sie nur Probleme gewinnbringend verwalten. Also sie leben genauso von ihren gewinnbringenden Irrtümern wie jeder andere kapitalistische Konzern auch, nur dass sie eben vorspielen, sie würden da irgendwas ändern wollen an den Missständen. Faktisch wollen sie die Missstände erhalten, ja, weil sie nur so viele Kinder ernähren können. Das ist Evolution in der sozialen Marktwirtschaft. Ja. Und jetzt schauen wir uns die Ekelfleischfirmen an, die Restaurants und so weiter, unter den Bedingungen der zweiten Scientists for Future 2 Reformen. Wäre alles ganz anders, aber unter der Bedingung der sozialen Marktwirtschaft ist es eben so, wenn hier ein Restaurant ganz viel Geld aufwendet, um wirklich hygienisch alles zu betreiben und auch wirklich zu gucken, dass die Zulieferer, dass das alles nur hochhygienische Lebensmittel sind, die auf keinen Fall überlagert sind und so weiter, dann hat dieses Restaurant zu überhöhte Preise sozusagen im Vergleich zur Konkurrenz etwas höhere Preise und wird deswegen marktwirtschaftlich gemieden und hat wenig Kunden und muss irgendwann zumachen und geht irgendwann pleite und kann vor allem hier keine Kinder ernähren und deswegen wird sozusagen eine solche Linie unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft notwendig evolutionsbiologisch aussterben und wird seinen Laden zumachen müssen und wird vielleicht in irgendeinen anderen Beruf wechseln müssen sozusagen und stirbt aus als Restaurantbetreiber. Während hier, wenn hier ein Restaurantbetreiber ist, dem es egal ist, dass er auch altes, vergammeltes Essen benutzt, solange die Leute nicht im Restaurant Bauchschmerzen bekommen, sondern erst 10 Stunden später und dann gar nicht mehr wissen, woran es liegt sozusagen, so lange ist alles okay und so lange stellt auch der Wursthersteller seine Gammelwurst her, die also überaltert ist und verseucht ist mit Bakterien und so weiter. Solange die Leute nicht gleich direkt nach dem Konsum merken, dass das sie vergiftet, sondern erst viele Stunden später, dann ist es doch egal, dann lass es doch krank werden, denn die Hauptsache, ich habe dadurch niedrige Kosten, mit den niedrigen Kosten kann ich meine Preise niedrig halten, ich habe viele Kunden, ich kann dadurch viele Kinder ernähren und kann dadurch ein Restaurant-Imperium aufbauen, das im Wesentlichen auf mangelnder Hygiene, auf Ekel- und Gammelfleisch und billigen, überlagerten Lieferungen, da gab es ja auch mal eine Sendung im ZDF oder so ähnlich, da wo gezeigt wurde, dass Restaurants sehr gerne und sehr bereitwillig die Chefskochs über überlagertes Fleisch, altes, uraltes Fleisch und so weiter gerne aufkaufen, weil sie ja genau wissen, dass die Leute das ja nicht so merken, dass es sich um altes Gammelfleisch handelt und solange die eben erst viele Stunden nach dem Restaurantbesuch krank werden, schreibt auch niemand das Krankwerden dann diesem Restaurantbesuch zu und dann hat man einen Profit gemacht und den muss man machen, weil der Markt, der Wettbewerbsdruck ist groß und wer also sozusagen genügend Gammelfleisch mit Gammelfleisch und mit genügend Schlamm bei den Hygienebedingungen. Und dann wird also im ZDF beschwert man sich darüber, dass das Kontrollsystem so lasch sei. Ja, sozusagen
Was ist das aber auch für ein System? Also soziale Marktwirtschaft setzt die Anreize, dass man möglichst wenig Hygiene betreibt. Dadurch gibt es ganz viel Ekelessen und Ekellebensmittel. Und dann will man hinterher kontrollieren, sollen irgendwelche Kontrolleure dann hinterher kontrollieren und dann diesen Anreiz zum massenhaften Lebensmittel, also zum massenhaften Ekellebensmitteln, diesen Fehlanreiz sollen die dann hinterher durch irgendwelche Kontrolleure kontrollieren. Was ein blödsinniges Modell, ja? Also dagegen ist es doch tausendmal besser, wenn man es richtig macht und so wie die zweiten Scientists for Future 2 die Wohlfühlnotenwahlstimme einführt und die Gesundheitskostenerwartungskurve jedes einzelnen Bürgers mit seinen tatsächlichen Gesundheitskosten vergleicht. Und wenn dann zum Beispiel typischerweise Menschen, nehmen wir an, also in Zukunft sollen ja dann zum Beispiel die großen Lebensmittelhändler wie Rewe, Aldi, Alnatura und, also die ganzen großen Lebensmittelketten sich freundschaftliche Partner suchen mit Restaurants, also so, dass also quasi jedes Restaurant dann vielleicht im Idealfall auch zu einer Lebensmittelkette gehört sozusagen. Und wenn dann also sozusagen ein typischerweise die Kunden, die bei einer, zum Beispiel bei der Aldi Lebensmittel- und Restaurantkette typischerweise bei Restaurants essen und wenn die dann häufiger eben durch Ekellebensmittel und Ekelgastronomie häufiger im Krankenhaus landen und schlechte Wohlfühlnoten abgeben, weil ihnen übel ist und tatsächlich dann zum Beispiel hohe Krankenhauskosten entstehen, den Krankenkassen und so weiter und die dann eben, und das führt dann dazu, dass eben die zuständigen Aldi-Marktleiter und so weiter würden dann eben entsprechend nur noch sehr geringe Gewinnzuschläge und Verdienstzuschläge von den zuständigen Krankenkassen bekommen. Dadurch würden sie ganz viel Geld verlieren durch jeden einzelnen Ekel-Lebensmittelfall sozusagen, jeden, der im Krankenhaus landet oder sich irgendwie übergeben muss oder sich unwohl fühlt, würden die direkt Geld verlieren und damit wäre also das ganze Spiel, damit hätte sozusagen jedes Restaurant und jedes Supermarktkette und so weiter hätte ein vitales Interesse daran, maximale Hygiene in den Restaurants zu machen. Also wir schauen uns das nochmal an. Also sozusagen maximale Hygiene, hier den ganzen Schimmel zu beseitigen, eben weil sie sagen würden, wenn ich jetzt das Essen auf den Tisch bringe und da sind dann vielleicht Keime hiervon mit in dem Essen drin, ja, dann verliere ich meine Partnerschaft mit einer Lebensmittelkette sozusagen, weil nämlich das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden anhand der Wohlfühlnoten meiner Kunden rausfinden wird, dass ich im Durchschnitt für Lebensmittelkranke zuständig bin und für Menschen, die sich nicht wohlfühlen, nach irgendwann viele Stunden, vielleicht sogar Tage nach meinem Restaurantbesuch nicht wohlfühlen. Da wird also alles aufgedeckt werden. Es wird alles rein statistisch klar werden, dass meine Art, Restaurant zu betreiben, den Menschen gesundheitlich schadet. Das wird durch das System der zweiten Scientists for Future 2 mit den Wohlfühlnoten direkt aufgedeckt und mit den Gesundheitsdaten. Und ich werde nie wieder wirtschaftlich ein Bein auf den Boden kriegen, wenn ich jetzt nicht hier. Und dann werden sofort alle diese Restaurants und alle diese Lebensmittelhersteller, bei denen es so ähnlich aussieht, in deren Gammelfleischküche sozusagen es genauso aussieht wie hier, die werden alle hier alles blitzsauber machen und höchste Hygiene walten lassen, weil sie nur so dann noch Geld verdienen können, weil wir dann eben keinen Kapitalismus mehr haben, der grundsätzlich ja über Leichen geht und Menschen ermordet, skrupellos sozusagen, wo alles, alle Systemteile über Leichen gehen, sondern weil jetzt eben hier sozusagen wir ganz neue Evolutionsbedingungen haben. Wo ist es? Hier ist es. Hier haben wir die ganz neuen Evolutionsbedingungen. Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden jetzt also in der postkapitalistischen
nicht mehr sozialmarktwirtschaftlichen neuen Gesellschaftsordnung der zweiten Scientists for Future 2 leben. Also in dem Umgedrehten, da würde der, der also hier Hygiene schleifen lässt und Gammelfleisch herstellt oder Ekel-Lebensmittel herstellt oder Ekel-Restaurantessen herstellt, der würde aussterben, weil er ja die Wohlfühlnoten der Kunden und die Gesundheitsdaten der Kunden auf ihn zurückgerechnet werden können. Er würde nur winzige, also praktisch gar keine Verdienstzuschläge mehr von den Krankenkassen bekommen, dadurch wirtschaftlich, finanziell im Gegensatz zur Konkurrenz verarmen sozusagen. Ja, ihm würden ganz wesentliche Geldeinnahmen, die wesentlichen Geldeinnahmen durch die Krankenversicherungsverdienstzuschläge fehlen, während hier der andere Restaurantbetreiber, der blitzsaubere Hygiene betreibt oder der also in seiner Lebensmittelproduktion alles hygienisch und sauber macht und also eben Gammelfleisch verhindert und alles kerngesunde Restaurantessen und so weiter auf den Tisch bringt, der würde ja große Verdienstzuschläge von den Krankenkassen bekommen. Er könnte auch werbemäßig den Gammelfleisch und das Gammelrestaurant auskonkurrieren. Das würde pleite gehen und er selbst könnte viele Kinder ernähren, könnte viele Filialen aufmachen und könnte also dann in der neuen Gesellschaft könnte das Imperium der gesunden Lebensmittel sich ausbreiten sozusagen. Also quasi im Kapitalismus, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft geht über Leichen und das System, neue Gesellschaftssystem der zweiten Scientists for Future 2 dreht das System völlig einmal um sozusagen und führt dazu, die vorher im Kapitalismus Gewinne gemacht haben, indem sie über Leichen gegangen sind und Menschen ermordet haben durch Lebensmittelvergiftungen und ähnliche Dinge, die werden dann im neuen System der zweiten Scientists for Future 2 aussterben und die anderen werden überleben, während im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft die Ekelfleischhersteller, die Ekellebensmittelhersteller überleben und sich ausbreiten und einen Wettbewerbsvorteil haben und einen Marktvorteil haben, während die hygienischen Lebensmittelhersteller aussterben. Das ist die ganze Geschichte. Ja, und deswegen und ist es ja so tragisch, dass Fridays for Future und Greta Thunberg und all diese Leute, dass die alles tun, um bloß nicht das Lösungsmodell, den Kohlestopp 2026 der zweiten Scientists for Future 2 anzunehmen, weil irgendwo hinter irgendwie steht da, ist da, läuft da irgendetwas grundsätzlich schief oder völlig verrückt bei Fridays for Future. Vielleicht geht es ja auch wirklich nur am Ende um den Nobelpreis. Wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen ja den Hintergrund nicht. Vielleicht ist, wie bei Foodwatch, wo wir es jetzt ja immer besser verstehen, bei den NGOs, vielleicht geht es nur darum, Geschäfte zu machen mit den Missständen, aber nicht sie zu lösen. Und dann kommen die zweiten Scientists for Future 2 und sagen, sie haben aber doch die Lösung für die Missstände. Und dann sagen die, gehen sofort mit der Lösung der Missstände. Dann verlieren wir alle unseren Job. Wir wollen doch alle davon leben, dass wir Missstände anprangern, verwalten. Die Journalisten wollen davon leben, dass sie über die Missstände berichten und immer wieder neu berichten können. Ganze Generationen von Journalisten berichten seit 50 Jahren über alle Missstände im Gesundheitswesen in Deutschland, im Gammelfleischbereich und so weiter. Und die wollen ja alle leben, die wollen alle im Kapitalismus weiterleben, anstatt das System zu verändern, sodass es diese Missstände gar nicht mehr gibt. Ne? Und da sind wir wieder bei der Menschheitsdummheit. Ne? Dass die Menschheit nicht klug genug zu verstehen, dass wir aus der sozialen Marktwirtschaft sanft und behutsam rückwärts aussteigen müssen und dass die zweiten Scientists for Future 2 mit ihrer Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege uns den ersten gewaltigen Ausstiegsschritt liefern aus der sozialen Marktwirtschaft und aus dem Kapitalismus,
Und bis dahin geht der Kapitalismus weiter über Leichen und wir werden alle wieder viel, ganz viel häufiger an Krebs sterben und wir werden alle uns häufig wieder in mit Lebensmittelerkrankungen im Krankenhaus befinden und viele davon werden sterben und die Dunkelziffer wird gewaltig sein. Viel Spaß beim Umgebrachtwerden durch den Kapitalismus, durch die soziale Marktwirtschaft. Tschüssi!